Dealanalyse. Es geht um ein Mehrfamilienhaus als Investitionsobjekt hier in Philadelphia. Die Sache hat nur einen Haken. Der Deal stinkt ganz gewaltig. Warum der Deal stinkt und ob wir dieses Haus am Ende gekauft haben, erfährst du in diesem Video. Let's get into it. Der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Als Immobilieninvestor konzentriere ich mich auf den Großraum Philadelphia hier an der Ostküste der USA. Heute wieder ein Video aus der Kategorie Dealanalyse. Der Deal stinkt. Warum stinkt der Deal? Was ist das für ein Objekt und was sind die Zahlen dahinter? Schauen wir es uns an. Und das ist das Objekt, um das es heute geht. Wir befinden uns wieder in Drexel Hill, dem Vorort von Philadelphia, nicht in Philadelphia direkt diesmal. Das Haus ist Baujahr 1940. Es geht hier um die linke Hälfte dieses Mehrfamilienhauses. Es ist ein Duplex mit zwei Apartments, also zwei Wohnungen sind da drin. Jede Wohnung ist ein Bedroom, ein Bathroom und die Grundrisse von den beiden Wohnungen sind identisch. Das sind 1512 Square Feet, was 140 Quadratmeter sind, also 60 bis 70 Quadratmeter pro Wohnung. Und die Steuern, wie gesagt, wir sind in Drexel Hill, da sind die Schulen etwas besser und die Infrastruktur ist ein bisschen besser als in Philadelphia Downtown. Deswegen zahlt man das hier mit den Steuern auch mit. Und die Steuern sind mit 6.445 Dollar pro Jahr recht hoch. Die Heizung und das Warmwasser werden beide mit Gas gemacht. Also jede Wohnung hat eine separate Heizung und einen separaten Wasserboiler und alle sind mit Gas betrieben. Besonderheit an dem Haus ist, es hat eine Klimaanlage. Das ist bei Häusern in der Größe, in dem Baujahr relativ selten, aber der Hintergrund deswegen ist, einer der Tenants, also einer der Mieter, ist ein sogenannter Section 8 Tenant. Section 8 Tenants sind Mieter, bei denen wird die Miete direkt vom Amt bezahlt. Also das gibt es hier auch. Da hat man als Vermieter einen Vertrag mit dem Amt und das Amt bezahlt die Miete. Und dieser Amtsvertrag oder der Vertrag mit dem Amt schreibt eben vor, wie so eine Wohnung aussehen muss, welche Features eine Wohnung haben muss. Und da steht auch drin, dass eine Wohnung eine Klimaanlage haben muss, damit das Amt die Miete bezahlt. Und deswegen hat ein Haus in dieser Größe eben hier auch eine Klimaanlage. Aber schauen wir es uns an. Und warum stinkt jetzt der Deal? Ganz einfach, beim Betreten des Hauses stiegen einem schon die Tränen in die Augen, weil der ganze Hausflur mit Teppich ausgelegt war und der scheinbar irgendwie mit Ammoniak oder was auch immer durchzogen war. Es war auf jeden Fall ein beißender Uringeruch im ganzen Hausflur. In der ersten Wohnung war es so schlimm, dass wir wirklich nur durchgegangen sind. Die Maklerin mich darum gebeten hat, ob wir das kurz halten können, weil das war echt wild. Da sind wir nur rein, umschauen und so schnell es geht wieder raus. In der zweiten Wohnung vom Geruch her ging es, war nichts Wildes, bis auf der Hausflur, der halt seinen Geruch in die Wohnung mit reindrückt. Beim Betreten des Kellers roch es dann ganz stark nach Gas. Ja, ich weiß. Gas kann man nicht riechen. Doch, kann man schon, weil der Zusatzstoff, der da drin ist, das irgendwie riechbar macht. Also von daher, es roch nach Gas. Aber nur einen kurzen Moment. Dann ging es wieder, weil da lief die Waschmaschine oder so, von daher roch es wieder frisch, aber im kurzen Moment war wirklich Gas. Und last but not least, beim Betreten der Garage roch es dann ganz stark nach Heizöl. Das Haus hat einen Gasanschluss und kein Heizöl. Also weder ein Tank war zu sehen noch irgendwas, aber alles roch irgendwie, als wäre es mit Heizöl durchsetzt. Deswegen das Haus der vielen Gerüche, der Deal stinkt. Wie die Preisvorstellungen des Verkäufers aussehen und ob wir daraufhin ein Angebot abgegeben haben, siehst du am Ende des Videos. Jetzt erstmal viel Spaß beim Rundgang durchs Haus. Das ist die Gegend, in der haben wir uns schon mehrere Objekte angeschaut. Die sind immer ähnlich strukturiert, das heißt entweder Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser mit Ein-Bedroom-Apartments oder auch mit Zwei-Bedroom-Apartments. Also die ganze Gegend ist eigentlich in Ordnung, sieht auch alles schön gepflegt immer aus. In dem Fall sind wir am Ende von dieser Gegend. Und hier ist schon der erste Moment, wo wir beide überlegen, ob wir das durchziehen, weil das ziemlich stinkt in diesem Haus. Wir fangen in der oberen Wohnung an. Die beiden Mieter in diesem Fall sind auch zu Hause und erwarten uns auch schon, die wissen Bescheid. Also hier haben wir eigentlich ein schön geschnittenes Apartment. Der Fußboden ist Teppich, unten drunter knarzt es. Das heißt, da ist noch original Holzboden unten drunter. Das ist hier ein Wohnzimmer.
Dann haben wir rechts die Küche, links diesen großen Bedroom, also den einzigen Bedroom. Bedroom ist hier in dem Fall natürlich wieder mit Schrank und eingebauten Wandschrank und Tür. Das ist die Definition für einen Bedroom. Das Badezimmer ist in Ordnung. Es ist alles etwas in die Jahre gekommen. Hier braucht es ein bisschen Corking, also diesen. Das Bad braucht ein bisschen Liebe, aber nicht viel. Hier ist ein Wandschrank. Und hier ist eine ganz schlichte, einfache Küche mit Herd, Mikrowelle, Kühlschrank und Dishwasher, Geschirrspüler. Die kauft man als Investor immer mit. Nicht immer, aber meistens mit. Ja, hier stellen wir beide fest, dass es ziemlich arg riecht und dass wir eigentlich auch beide wieder aus dieser Wohnung raus wollen. Und deswegen gehen wir jetzt auch zügig wieder aus der Wohnung. Auf geht's zum zweiten Apartment. Hier ist auch original der Holzfußboden, der ist freigelegt und nicht abgedeckt mit Teppich oder ähnlichem. Das ist offener, heller und auch sauberer als oben. Auch hier sieht man die Lüftungsauslässe, das heißt, das ist eine Klimaanlage bzw. eine Heiz-, also eine Warmluft, ein Warmluftsystem, eine Warmluftheizung und eine Klimaanlage. Der Schnitt natürlich derselbe wie oben drüber, aber schöner Fußboden, das ist der Master Bedroom. Sieht alles super aus. Badezimmer hat ein bisschen andere Fliesen als oben, aber die Wandfliesen sind auch noch da, original. Da ist auch nicht viel Renovierungsaufwand. Wandschrank wie oben, aber hier ist die Küche eine andere Hausnummer. Das heißt, hier sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Die Cabinets, also die Wandschränke, sind ein bisschen hochwertiger, gehen vom Fußboden bis zur Decke. Und wieder Geschirrspüler, Kühlschrank und Gasherd und Mikrowelle sind im Kaufpreis natürlich immer mit drin. Die Küche auch, ganz so wie sie ist. Zu deinem Glück können Videos noch keine Gerüche übertragen. Das Haus sieht gut aus, es steht gut da, die Zahlen stimmen, aber der Geruch echt unschön. Auf geht's in den Keller und die nächste Geruchsexplosion ist jetzt hier das Gas. Und hier sehen wir zwei Gasheizungen und zwei Gas-Waterheater. Die rechts vorne ist ziemlich neu und die hintere ist ein bisschen älter, aber nichts, was irgendwie gleich ausgetauscht werden muss. Das ist alles noch super in Schuss. Waschmaschinen und Trockner sind für jede Unit, also für jedes Apartment separat da. Und die werden natürlich auch mitgekauft in dem Fall. Auch die Elektrik ist relativ neu, also hier gibt es keine großen Vorkommnisse. Alles schön getrennt nach Apartment 1 und Apartment 2. Das Einzige, was nicht getrennt ist in dem Fall, ist das Wasser, also das Kaltwasser. Und in dem Fall geht's Kaltwasser geht auf den Eigentümer und die Wasserrechnung wird aktuell nicht umgelegt auf die Miete. Da hinten ist die Wasseruhr. Auf geht's in die Garage. Und hier sieht man auch die beiden Klimaanlagensysteme. Das ist ein ziemlich gutes Metalltor, nicht isoliert. Und jetzt kommt natürlich wieder der Geruch von Heizöl. Und die ist natürlich voll gekruschelt hier, die Garage. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen.
Schauen wir uns die Zahlen an. Die Zahlen verarbeite ich immer in dem Google Sheets Tool. Den Link dazu findest du unter dem Video. Da klickst du einfach auf den Link. Dann öffnet sich dieses Fenster. Du kannst auf File, Download, Excel zum Beispiel klicken. Und dann kannst du dir diese Datei mit allen Zahlen und allem drum und dran direkt runterladen und selber damit arbeiten und eigene Deals analysieren. Schauen wir uns das Objekt mit seinen aktuellen Zahlen an, beziehungsweise so wie es dasteht. Aktuell möchte der Eigentümer 175.000 für dieses Haus haben. Wenn wir das kaufen zum Asking Price, also zu diesem Preis, den er haben will, 25% Eigenkapital müssen wir mitbringen, mindestens, sagt die Bank. Angebot wäre 4,25%. 25 Jahre wäre die Amortisationszeit bei einer Zinsbindung von 10 Jahren. Closing Costs sind zum Beispiel Transfer Taxes, Versicherung, Title Research und so weiter und so fort. Also alles, was zum Eigentumsübergang dazugehört. Da kann man bei diesem Haus 3,2% vom Kaufpreis rechnen. Das heißt, wir sind bei einem Gesamtinvestment von 180.000. Das Haus kostet 6.445 Dollar Steuern pro Jahr. Also wie gesagt, das geht auch an die Gemeinde, für Polizei, Schulen und so weiter und so fort. Versicherung, ein Haus dieser Größe wäre ungefähr 1200 Dollar. Monatliche Management-Fee bzw. die Hausverwaltung wären 7%. Maintenance in diesem Fall wären 5% von der Miete. Dafür bilden wir Rücklagen, also Wartungsrücklagen, sagt man, glaube ich, dazu. Und dann hat das Haus noch Other Costs, also andere Kosten, die monatlich anfallen. Und in der Gegend Drexel Hill ist es so, dass man das Wasser, Abwasser und den Müll als Eigentümer des Hauses bezahlt pro Apartment. Und da hier zwei Apartments drin sind, kostet das 450 Dollar. Hinzu kommt noch eine Inspection Fee, das heißt, da zahlt man jedes Mal an die Gemeinde, jedes Jahr kommt dann der Inspektor und guckt und zählt die Feuerlöscher, Feuermelder, CO2-Melder und so weiter und so fort. Und diese Inspection zahlt man als Eigentümer jährlich. Und 115 Dollar, weil das zwei Apartments sind, für eine Wohnung alleine zahlt man nur 80 Dollar. Also buy one, get one free oder get one 50% off, whatever. Ja, aktuell kriegt der Eigentümer 1610 Dollar Miete pro Monat, also für die Apartments. Und hier auf dem Reiter Leases sieht man, dass das erste Apartment 800 und das zweite 810 bezahlt. Und das sind 1610, also das zweite Apartment wird vom Amt bezahlt. Hinzu kommt als weiterer Income Stream die Garage, die hat er separat vermietet für 75 Dollar pro Monat. Und wenn ich jetzt 5% Leerstand hinzurechne, das heißt, das ist unser Erfahrungswert, was wir an Turnaround-Zeit pro Jahr brauchen, wenn eine Wohnung leer steht zum Beispiel, bis ein neuer Mieter eingezogen ist, also 5% ist ein guter Wert. Ja, wenn ich alle diese Parameter eintrage, dann hat das Haus einen Faktor von knapp 9, Bruttomietrendite von 11,2%, aber hier minus 0,6% Cash on Cash Return. Hier unten seht ihr Cashflow minus 25 Dollar jeden Monat. Das heißt, pro Jahr macht man mit diesem Haus 302 Dollar Verlust. Hier in den USA kann man das Haus aber jederzeit wieder verkaufen und den Kredit direkt ablösen. Das heißt, man kann bei dem Cashflow auch noch dazu rechnen, dass man jeden Monat durch Mietzahlung der Mieter Eigentum am Haus gewinnt. Das heißt, dieser Cashflow inklusive Principal, also der Eigenanteil, wäre in diesem Fall 221 Dollar pro Monat. Klingt gut, ist aber eigentlich kein guter Deal. Minus 25 Dollar pro Monat, negativer Cashflow bei zwei Türen. Würdest du den Deal machen? Ich würde es nicht machen. Das ist die aktuelle Einnahmesituation des Objektes. Aufgrund dieser Zahlen würden wir auch kein Angebot für das Objekt abgeben. Aber hier ist Potenzial. Die Mieten, aktuell wie sie vom Eigentümer verlangt werden, sind weit unter Marktniveau. Eine Erhöhung für den einen Mieter müsste mit dem Amt nachverhandelt werden, aber beide Mieter sind auf einem sogenannten Month-to-Month, also Monat-zu-Monats-Vertrag. Das bedeutet, mit einer Frist von 30 Tagen kann man das Mietverhältnis anpassen, also die Mieten anpassen. Ebenso die Anpassung bei der Garage ist Monat für Monat möglich mit einer 30 Tage Notice, also 30 Tage Ankündigungszeit. Aus diesen Gründen ist es auch sinnvoll, auf dieses Haus zu bieten. Schauen wir uns die Sollzahlen an. Ich habe euch hier unten noch einen zweiten Reiter mit eingebaut, das heißt dann To Be, also die Zielvorgabe. Und zwar haben wir geboten 170.000. Das ist nicht viel weniger als gefordert, aber in der Gegend ist es realistisch und ist okayisch. Die Parameter zum Kredit bleiben natürlich gleich.
Die Closing-Kosten sind immer noch 3,2%, das heißt, wir haben ein Gesamtinvestment von 175.000. Die Ausgaben, also die Expenses, die jährlichen Expenses bleiben natürlich gleich, da ändert sich auch nichts, nur weil wir ein niedriges Angebot gemacht haben. Was wir aber natürlich gesehen haben, ist das Potenzial bei den Mieten. Die Mieten in dieser Gegend sind im Normalfall für vergleichbare Apartments 950 bis 999 Dollar. Und alle Vergleichsapartments hatten keine Klimaanlage, das heißt, das Haus hat ein Feature, wofür die Leute bereit sind, einen Aufpreis zu bezahlen. Hier haben wir konservativ gerechnet und sagen pro Apartment 900 Dollar. Die Garagen in dieser Gegend gehen für 100 bis 150 Dollar pro Monat weg, weil da die Leute ihre Oldtimer oder was auch immer drin abstellen. Von daher sind 100 Dollar pro Monat realistisch. Das heißt, man hat jetzt ein Income von 1900 Dollar pro Monat. Und da macht der Deal schon wieder Spaß. Da sind wir bei einem Cashflow von 177 Dollar pro Monat. Haben eine Bruttomietrendite von 13%, der Faktor, also das Multiple sind 7,7. Und der Cash on Cash mit Principal in diesem Fall ist nördlich der 10%. Von daher macht der Deal in der Form Spaß. Und wenn man dieses Potenzial heben kann, dann macht er auch finanziell Sinn. Und deswegen haben wir gedacht, wir geben ein Angebot ab. 170.000 war die Grenze, die wir bereit waren mitzugehen. Und ja, unser Angebot hat es leider nicht geschafft. Ein anderer Bieter hat da wohl mehr geboten. Wie viel mehr ist noch nicht ganz raus, das wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass der Closing-Termin, also dieser Eigentumsübergang, Notartermin in Deutschland, der ist auf Anfang April terminiert, von daher Anfang April weiß man mehr, dann sieht man auch, wie viel der andere Mieter mehr bezahlen wollte und wird. Und damit hast du es geschafft, du hast bis zum Schluss des Videos durchgehalten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like da, schreib mir in die Kommentare, was dir gefallen hat, beziehungsweise was dir nicht gefallen hat. Und schreib mir auch in die Kommentare, worauf ich in zukünftigen Deal-Analysen noch genauer eingehen soll, was dich interessiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin.